Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Im Namen des gesamten Coaching-Teams heiße ich euch im Rowald Education Performance Camp willkommen. Mein Name ist Lorraine. Bevor wir zum Zeltplatz aufbrechen, gebt ihr bitte alle elektronischen Geräte ab. Ihr bekommt für die Zeit im Camp neue Armbänder. Eure Biodaten werden wir jeden Abend manuell auslesen. Außerdem werdet ihr für die Zeit im Camp auf jede weitere Technik verzichten. Dieser Verzicht wird bei manchen von euch möglicherweise Stress hervorrufen. Sollte das der Fall sein, kommt ihr bitte zu uns. Wir können das medikamentieren. Ihr wisst, hier geht es um eure Zukunft. Nur die Besten von euch werden einen Platz in einer der 5 weltweiten Rowald-Universitäten ergattern. Stressstörungen, weil man ihnen die Handys wegnimmt. Klingt so ein bisschen wie der erste Tag Klassenfahrt Jahrgangsstufe 7. Aber die, um die es hier im Film Jugend ohne Gott geht, sind dann doch ein bisschen älter. Wir befinden uns in einer Parallelgesellschaft, die ihr euch in etwa so vorstellen könnt wie in Die Tribute von Panem. Das heißt, der Film spielt hier und heute, unsere Welt ist aber anders geordnet. Die Lebenswirklichkeit der Menschen hier ist so eine deutsche Großstadt, in der die Reichsten ganz im Zentrum leben und von dort aus wird es kreisförmig in Sektoren aufgeteilt, von Sektor zu Sektor immer ärmlicher und erbärmlicher, also wie in den Distrikten bei Tribute. Die hier gerade alle ihre elektronischen Geräte im Camp abgeben sollten, das ist der Nachwuchs der Elite, kommen alle von einer Elite-Schule und kämpfen in diesem Camp um die Aufnahme an einer der wenigen Elite-Unis. Ist eine Gruppe junger Leute, die vor Aufgaben wie Teambildung und Durchsetzungsvermögen gestellt wird. Es soll geguckt werden, in welchen Stresssituationen die Probanden wie reagieren. Also wann ist Teamplay wichtig und wann geht es nur mit blankem Egoismus weiter. Klingt wie eine aktuell geschriebene filmische Gesellschaftskritik unserer Zeit, ist aber im Original tatsächlich ein Buch von 1937. Damals ging es noch um die direkte Auseinandersetzung mit Glauben und Gott und hier haben wir es jetzt heute quasi mit der 2017-Adaption zu tun. Auch da wieder eine große Nähe zu Tribute, denn natürlich gibt es hier ganz unterschiedliche Probanden in der Gruppe, unter anderem die, die voll hinter dem System stehen. Was war denn los bei dir gestern? Hast du die Ranglisten schon gesehen? Du bist nicht mal Top 10. Ich hol dich schon wieder auf. Halt dich mal an. Zwei der Leaderfiguren, Titus und Nadesh, heizen sich gegenseitig mit der besten Liste im Camp an. Das sind dann die Überzeugten. Dann gibt's wie immer jede Menge Mitläufer und auch hier natürlich den klassischen Systemkritiker, also den, der das Nichtvorhandensein von Menschlichkeit und Empathie in dieser Gesellschaft zum Kotzen findet. Das ist Zach, gespielt von Jannis Niewöhner. Der kriegt besonders große Ohren, als im Camp auf sogenannte Illegale aufmerksam gemacht wird, die sich angeblich rund um das Camp aufhalten sollen. Im Wald sind Kriminelle gesehen worden. Was meinen Sie mit Kriminelle? Asoziale. Das sind Illegale. Menschen, die den ihnen zugewiesenen Bereich verlassen haben und die sich weigern, sich helfen zu lassen. Aus den integrierten Sektoren. Sie verstoßen damit gegen das Gesetz. Der Kontakt zu ihnen ist verboten. Diese Leute sind verwahrlost. Sie haben Krankheiten und sie werden versuchen, hier im Camp zu stehlen. Wenn ihr im Wald jemanden von denen seht, dann seid ihr verpflichtet, uns das zu melden. Das ist genau der Zeitpunkt, ab dem Zach einen Plan hat und wie der aussieht, könnt ihr euch vorstellen. Der Rebell der Elite allein gegen alle. Fangen wir an beim durchweg Positiven von Jugend ohne Gott, nämlich bei den Darstellern. Anna-Maria Mühe als absolut skrupellose Chefin im Camp, Fari Yadim als der Lehrer der Abschlussklasse, der einerseits gerne Menschlichkeit predigen würde, aber selber viel zu viel Angst vor diesem rigiden System hat. Dazu Yannick Schümann und Alicia von Rittberg als eben diese ergebenen, treuen Elite-Schüler und denen gegenüber Jannis Niewöhner als Rebell der Elite-Klasse und Emilia Schüle als ja quasi Anführerin der Illegalen im Wald. Allesamt wirklich sehr, sehr gut. Probleme hatte ich mit der Umsetzung. Tribute von Panem habe ich erwähnt. Diese teilweise überdeutliche Nähe ist eigentlich unnötig. Und noch dazu wird hier die Lebenssituation der Menschen mit keinem Wort irgendwie erklärt. Es ergibt keinen Sinn, dass diese Gesellschaft ist, wie sie ist, weil nichts begründet, sondern nur behauptet wird. Und zwar immer nur. Behauptung an Behauptung an Behauptung, Belege und Erklärungen fehlen. Und dazu dann der ganz große Knackpunkt des Films. Es gibt 3 entscheidende Schlüsselmomente im Film. 2 im Camp und einen noch nach diesen beiden dramatischen Vorfällen im Camp. Und alle 3 sind inhaltlich
sehr unlogisch und wirklich einfach schlecht umgesetzt. Das kostet den Film, der viele gute Ansätze hat, leider viel Glaubwürdigkeit, weshalb ich euch da ab übermorgen nicht völlig vorbehaltlos reinschicken kann. Wenn ihr reingeht, dann um euch tolle Schauspieler anzugucken, die für das verbesserungswürdige Drehbuch ja auch nichts können. Zwei davon, Jannis Niewöhner und Emilia Schüle, sind gleich unsere Gäste in eine Stunde Film. Freue ich mich drauf. Und dann reden wir über Jugend ohne Gott. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Emilia, Jannis, schön euch zu sehen. Schön euch zusammen zu sehen. Wie geht's? Sehr gut, danke dir. Ja, sehr gut, danke dir. Ja, super. Wir hatten gerade schon unser erstes Interview und man merkt jetzt, dass es jetzt losgeht mit dem Film. Dann lasst uns direkt in die brutale Metaebene dieses Films uns reinstürzen. Im Gegensatz zum Originalroman, wo ja der Lehrer, den es da auch gibt, so einen permanenten Dialog mit sich selbst über Gott oder einen direkten Dialog mit Gott führt, macht Fari das in eurer Verfilmung jetzt viele Jahre nach dem Roman ja nicht. Also dieses Gott-Thema, obwohl der Film immer noch so heißt, ist bei euch relativ rausradiert. Ja, Gott steht für Glaube. Jugend ohne, oder? Nee, Religion. Jugend ohne Religion, ohne Ethik. Ja. Glaube ich, würde ich sagen. Ja, also es gibt genau dieses ohne Gott, das ist eigentlich all das, wovon man glaubt, dass es jetzt in der heutigen Welt mehr und mehr verschwindet. Also die wirklichen Werte, so auch sowas wie eine Moral oder so, ne? Das sind alles eigentlich nur noch, wird so als Phrasen abgetan, mehr und mehr. Leistungsgesellschaft. Mhm. Genau. Ja, so aber so Vertrauen, Individualität und Liebe und so, ne, das sind jetzt, damit sind irgendwie die Gefühle gemeint, die eigentlich, wo die Gefahr da ist, dass die mehr und mehr untergraben werden. Und dadurch ist der Film ja vom Thema her wirklich mega aktuell. Also es geht um junge Menschen, die in eine totale Leistungsgesellschaft gedrängt werden, so ein bisschen postapokalyptisch. Erinnert natürlich vom Setting her alles auch so ein bisschen an Tribute von Panem, aber halt mit diesem Kern hier, dieses Erfolg steht über allem anderen, das Kollektiv der Tüchtigen und Fleißigen muss funktionieren und vor allen Dingen, wer nicht mitzieht, wird halt auch gnadenlos aussortiert. Ich habe mich da gefragt, inwiefern spiegelt das die Gesellschaft wieder, wie ihr sie quasi mit Mitte 20 heute in der realen Welt wahrnehmt? Ja, also ich glaube, dass wir in Europa, also clasht Arm und Reich nicht so aufeinander oder auseinander wie jetzt auf anderen Kontinenten, wie in Afrika oder Südamerika. Aber im Grunde genommen befinden wir uns in genau so einer Gesellschaft. Also auch was das Thema Bildung angeht und Leistung, Vergleich, Konkurrenz, ist es alles hochaktuell. Ich glaube auch irgendwie der kluge Schritt zu sagen, man erzählt eine Geschichte so, ist eigentlich der, so weit zu gehen, dass man erstmal denkt, das hat ja nicht viel mit unserer Welt zu tun, ne? Irgendwie sieht die anders aus und die Technik ist weiterentwickelt und so. Und dann aber vielleicht über den Film und auch bei mir, so als ich das Drehbuch gelesen habe, mehr und mehr festzustellen, es hat doch schon ganz schön viele Parallelen zu dem, was wir heute erleben. Oder zumindest bewegt es sich manchmal in so eine Richtung. Und ich glaube, allein nimmt man jetzt nur die Technik und nimmt man irgendwie das iPhone, was man bei sich hat und die Gefühle und der Vergleich, der dadurch entsteht mit anderen Figuren und Charakteren, das ist schon eine Entwicklung, die ja schwierig ist, so, ne, im Vergleich jetzt nochmal vor 15 Jahren oder so. Ich finde das total spannend, weil das, was sie im Film zeigt, ist so eine gefühlte Ebene, die man wahrnimmt, aber ich habe auf der anderen Seite den Eindruck, dass ihr die Generation seid, die dieses Spiel gar nicht mehr so mitmacht, wie eine Generation vor euch noch. Wo also wirklich dieses, das war so jahrzehntelang eigentlich, seit dem Wirtschaftswunder war das so, je mehr du leistest, desto mehr kriegst du und desto mehr hast du und das ist gut. Mhm. Aber jetzt mittlerweile hast du Anfang, Mitte 20-Jährige, die machen ein Sabbatical, die nehmen sich eine Auszeit. Eure Generation redet von einer Work-Life-Balance. Ist das so, ein sich gegen das stemmen, was ihr in diesem Film spielt? Das glaube ich nicht. Ich würde das ganz anders wahrnehmen. Ich glaube, das System ist in so gesehen noch viel geschickter geworden. Auch wenn man das macht, ist man ganz stark Teil einer Gemeinschaft, die eigentlich darauf abzielt, irgendwie auch perfekt zu sein. Auch wenn das alles irgendwie, wenn man weiß, wie der menschliche Kopf funktioniert und man ihn kriegt. Aber es ist schon... ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, so frei ist man nicht und so individuell ist man nicht, wie man das glaubt, heutzutage zu sein. Das ist vielleicht ein Trugschluss.
Aber die Auszeiten sich zu nehmen, ist dann schon wichtig. Ich meine, ihr arbeitet beide viel, ihr dreht wahnsinnig viel. Zwischendurch seid ihr dann aber auch weg und nehmt ja quasi Fans auch mit. Die dürfen ja zum gewissen Punkt zumindest teilhaben. Wenn man euch auf Instagram folgt, sieht man das. Der Man Born in Krefeld auf dem Kornfeld. Und Emilia, ich habe versucht es mir zu merken. Du warst im Blagoveschens. Ja. Also auch so ein bisschen auf Wurzelsuche unterwegs. Ich auf dem Kornfeld. Und du auf dem Krefelder Kornfeld und du in Sibirien. Ja. Aber nee, diese Auszeiten nehmt ihr euch ja dann schon offenbar ganz bewusst auch zwischen den Arbeitsmomenten. Ja. Ja, also man muss dazu sagen, ne, dass es natürlich immer nur ein Teil ist von dem, was man selber auch preisgibt. Ne? Ich habe einen witzigen Kommentar, erinnere ich mich gerade dran unter diesem Bild. Ist immer blöd, ne, wenn die Paparazzis am Rand des Feldes stehen, wenn man so ganz zufällig gerade drüber läuft. Also ist natürlich auch ausgewählt und man zeigt einen ausgewählten Teil von sich. Aber klar, also man nimmt, mir tut es tatsächlich total gut, dann meine Eltern zu besuchen, auf dem Land zu sein und rauszukommen irgendwie aus dieser Welt, die jetzt für mich Berlin ist, also die Heimat, die für mich Berlin ist, und davon Abstand nehmen zu können, so auf jeden Fall, weil es ruht einen nochmal ganz anders aus. Ja, aber man ist ja trotzdem nie richtig aus dem System weg. Also du wirst ja immer in diesem Hamsterrad bleiben sozusagen. Also das heißt ja auch, ich meine, je mehr man besitzt, ne, desto gefangener ist man ja. Man besitzt nicht die Dinge, sondern die Dinge besitzen einen. Genau, also sich so komplett zu befreien ist tatsächlich schwierig. Ja. Bis unmöglich. Gibt's, um nochmal kurz bei diesem Leben in Social-Media-Zeiten zu bleiben, gibt es dann irgendwo zumindest ein Verständnis auch für die Tatsache, dass es für Fans manchmal schwer ist, eine Grenze zu ziehen zwischen dem, was sie was angeht und was sie nichts angeht? Ja, natürlich. Also, aber man kann es keinem verübeln, ne? Und deshalb ist einfach wichtig, sich klar zu machen, man ist auch Teil dieses Systems. Man spielt das mit und natürlich werden Leute, die da vermeintlich irgendwie auch ein privates Leben von einem mitbekommen, auch noch mehr wollen und ein Unverständnis dafür haben, wenn sie das nicht kriegen. Also es ist ja alles irgendwo eine Vorgaukelei, auch wenn das echt ist, wie man sich selbst präsentiert. Es ist ja nur ein Teil davon. Illusion von Nähe. Ja, genau. Ja, aber es ist natürlich trotzdem, ne, also als ich mal, ich habe ja letztes Jahr mit Instagram angefangen und da haben Mila und Maria mir beide gesagt, du machst doch total gerne Bilder, so poste die doch, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Und vorher habe ich immer gedacht, oh nee, eigentlich will ich das nicht und ich finde es blöd und dann fühlt man sich so verpflichtet. Aber letztendlich, so ist es für mich. Ich mache gerne Bilder und die poste ich und gucke aber natürlich auch, was ich nicht poste. Genau, und man darf das nicht zu hoch bewerten, aber befindet sich natürlich da in so einem System dann sofort. Danke euch sehr. Ja. Danke.